Und damit herzlich willkommen auf den Collector Cave Kanal und zurück zu einem weiteren Kanal-Update. Heute gibt es nicht allzu viel zu besprechen. Natürlich haben wir morgen Weihnachten. Dort wird es auch ein kleines Special, würde ich jetzt mal einfach mal sagen, geben. Zum Uploadplan werde ich aber gleich natürlich noch genauer drauf eingehen. Einmal noch mal kurz, bevor wir zum Uploadplan kommen, möchte ich etwas ansprechen, was ich gewünscht wurde, und zwar ein Jahresüberblick. Da hatte ich auch schon eine kleine Idee, beziehungsweise was ich machen könnte, und zwar halt Videoausschnitte von bestimmten Videos zu nehmen und dort dann halt drüber zu sprechen, was da dann quasi passiert ist, zum Beispiel wie alles angefangen hat mit Shinsuke, wo Shinsuke dann gegangen ist und so weiter halt. Aber das Ganze beansprucht doch dann ein bisschen mehr Zeit, als ich dann wahrscheinlich am Ende habe für das Video halt, damit es halt pünktlich zu Silvester kommt. Und von daher nagel ich mich nicht darauf fest und hoffe, dass es für euch nicht allzu schlimm ist, wenn es dann nicht kommt. Aber ich gebe mir Mühe, diesen Jahresüberblick dann zu machen. Wenn es nicht allzu schlimm für euch ist, kann ich ihn ja auch etwas später hochladen, da ich ja auch Mitte des Jahres angefangen habe mit YouTube und nicht direkt am Jahresanfang. Von daher ist es vielleicht auch besser, dann einen Jahresüberblick zu machen, wann ich angefangen habe, dann halt im nächsten Jahr, wo ich dann halt ein gesamtes Jahr schon auf YouTube bin. Und ich hatte ja das Ziel, jeden Tag Videos hochzuladen, was dann dort auch angesprochen werden kann. Und ich hoffe, das bekomme ich dann auch durchgezogen. Ist ja noch ein weiter Weg bis dahin. Von daher schreibt einfach mal eure Meinung zu in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt mit dem Uploadplan der Woche. Da der 23. der Montag ist, also das Video von heute, muss ich da ja nicht mehr drauf eingehen. Machen wir also direkt weiter mit dem 24. Und das ist wie gesagt halt das Weihnachtsspecial. Aber da möchte ich nicht genau verraten, was dort kommt, da das eine Überraschung werden soll. Und ich hoffe, das kommt einigermaßen gut an. Und dann würde ich sagen, kommen wir direkt zum Mittwoch, wo es mal wieder einen kleinen Spoiler geben wird, also Yugi News zu dem neuen Set Eternity Code und weitere Karten zu den Senkas. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auch noch drauf freuen, weil da sind wirklich ein paar coole Karten dabei. Dann kommen wir zu Donnerstag. Dort gibt es dann passend zu den Generator Deck Profile, was ich gemacht habe, Test Hands. Und dann noch zu Freitag. Dort natürlich eine weitere Folge Collector Battle, und zwar die 5. Folge. Dann haben wir noch Samstag und dort kommt ein weiterer Spoiler zu halt Eternity Code und den Senkas, also quasi die restlichen Karten, die dann noch kommen werden. Und dann natürlich noch Sonntag und dort seid ihr natürlich wieder gefragt und könnt zwischen zwei Decks abstimmen. Erst einmal haben wir dort wieder das Zombie Balladoch Deck, also halt Zombie World, was ja letztes Mal gegen Mathmech kläglich verloren hat, muss ich ja mal ehrlich sagen. Und dann haben wir als nächsten Mitschreiter für halt die Zombies, die Dream River. Und das Deck ist für mich persönlich noch nicht wirklich fertig. Also allgemein vom ganzen Support, was die Dream River angeht, fehlt da noch einiges. Aber ich denke dennoch, dass ich da schon mal einen Deck-Profile zu machen kann. Und es wurde sich ja auch gewünscht. Von daher könnt ihr für euren Favoriten abstimmen. Entweder halt Dream River oder halt Zombies. Dann möchte ich mich zum Schluss noch einmal riesig bei euch bedanken für euren Support. Und zwar hatte ich mich schon extrem gefreut über die 100 Supporter, also / Abonnenten, und jetzt sind wir mittlerweile schon bei 160, ich glaube sogar mehr. Und what the fuck, Leute, schaffen wir dieses Jahr vielleicht noch die 200? Das wäre echt extrem heftig. Und um das zu ermöglichen, teilt einfach mal den Kanal, das würde mich mega freuen. Wenn ihr neu auf den Kanal gestoßen seid, lasst auch gerne ein kostenloses Abo da. Ansonsten würde ich mich natürlich über einen aktiven Like auf das Video freuen. Wünsche euch jetzt einen schönen Tag, Abend, je nachdem wann ihr es wieder seht. Wiederschauen. Und reingehauen. Und ihr habt wahrscheinlich gedacht, ich vergesse die 23. Tür. Aber nein, Leute, die machen wir heute einfach mal zum Schluss. Einfach um zu sehen, wer die Videos bis zum Ende schaut. Und wenn ihr dieses tut, haut einfach mal den Hashtag Kuribo in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt einfach mal an, was in der 23. Tür sich verbirgt. Und zwar haben wir hier den geflügten Kuribo Level 10, also quasi das Bossmonster für die Kuribos, wenn man das so sagen kann. Kommen wir auch direkt zu dem Effekt dieses Monsters, und zwar kann nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden, muss mit Tanzen deren Flügeln als Spezialbeschwörung beschworen werden, während der Battle Phase deines Gegners. Schnelleffekt: Du kannst diese offene Karte zur Wut anbieten, zerstöre so viele Monster in Angriffsposition, die dein Gegner kontrolliert, wie möglich, und falls du dies tust, füge deinem Gegner Schaden
in Höhe der Summe der Grundattika der zerstörten Monster zu. Und hier haben wir auf jeden Fall einen Raigeki mit einem Zusatzeffekt, und zwar diesen Burn-Schaden. Erst einmal muss man natürlich diese Karte aufs Spielfeld bekommen. Dennoch könnte sich das lohnen in der Battle Phase, natürlich nur, wenn die Karte dann auch noch auf dem Spielfeld liegt, weil man kann sie ja natürlich umgehen, da man sie ja leicht loswerden kann und sie keine Schutzeffekte hat. Dennoch, wenn dieser Effekt durchkommt, kann das ganz schön wehtun für den Gegner. Aber ich finde jetzt, dadurch, dass man sie halt so einfach umgehen kann, nicht allzu stark. Wenn sie aber wie gesagt durchkommt, ist das natürlich ein sehr hilfreicher und auch ein Effekt, der das Spiel entscheiden könnte. Vom Artwork allerdings finde ich sie jetzt nicht so heftig wie andere Karten, zum Beispiel jetzt den geflügelten Kuribu jetzt an sich. Finde ich jetzt ein bisschen cooler als diesen hier, muss ich ehrlich sagen. Schreibt zum Effekt und natürlich auch zum Artwork eure Meinung von den geflügelten Kuribu, den Level 10, in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bin ich jetzt wirklich raus. Wünsche euch schönen Abend, Tag, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und noch einmal, wieder schauen und reingehauen.